an. Bin mal gespannt. Ich habe viel gehört, dass das Game, ja, wie soll ich sagen, nicht einfach zu spielen ist. Und ja, schauen uns das trotzdem mal an. Nothing prepares you for deep space, the vastness of it all. Some say it makes them feel small, insignificant. I can't say I share that feeling. I helped make this ship, the Persistence. She feels like mine. All that power. How could anyone feel insignificant next to that possibility? I have one hope to save her, to save myself. I have to make a person, shape flesh from their genetic pattern, link it to a digital copy of their mind. If anyone is going to escape the Persistence alive, it is going to depend on this person I am bringing back to life. It's going to depend on you. On you never giving up. Together, we have to keep going. It's time to go. Did something happen? This body feels like it was just printed. Oh, Zimri, you don't know how good it is to hear from you. Your new muscles are going to be stiff, so make sure you look around. Move your head about, please. So, wir spielen das Ganze mit dem Xbox 360 Controller. Ich hoffe, das war kein Fehler. Okay. Aber, naja. So, wir können es hier einmal 360 Grad umdrehen. But I need you to look at those two green circles to your left and right until they both chime. Ja. You can do this. Die sehe ich. Now open the blast shutters. I need to show you something. Ja, obwohl das geht ja eigentlich, weil das ist ja eigentlich für einen virtuellen Helm auch gedacht. Ich denke mal, dann wird das schon passieren. So, jetzt habe ich natürlich wieder nicht zugehört. Was sollte ich jetzt hier machen? Ich glaube, hier bin ich richtig, ne? Wenn man nicht zuhört. So, gucken wir mal. Jetzt verschlossen. Ach, hier sollte ich hin, ne? Schickes System. Alles mit Touch. There was a spark gap event on the last singularity jump. Ripped us off course. Black hole. Where the hell are we, Serena? Wow, das sieht ja geil aus. The deck portal is out. I need you to recover a data module from the storm. Sehr Ereignishorizont. Schwarze Loch an sich. Nicht schlecht. So, was müssen wir denn? Ach, jetzt dürfen wir raus, ja? Weil Prinzessin uns das jetzt hier erlaubt. Oh, wie sieht denn das hier aus? Use the microporter in your suit to cross this barricade. Why is the storeroom barricaded? One step at a time. So, jetzt muss ich das mal gucken. Ich soll den. Soll den Roboter in meinem Case sozusagen sagen, dass er den Schrott hier wegräumt. You can port past the barricade. It's just a short hop. Das ist die Frage, wie mache ich das so? Jetzt muss er mal die Tasten angucken. So. Wir haben die linke Taste. Your microporter should allow you to get past that barricade. Give it a try. So. Alles klar, also wir müssen nicht den Roboter sagen, er soll hier alles wegräumen.
sondern wir sollen uns teleportieren. So, sehr schön. Ja, wo sind wir denn jetzt? Ach so, geht. Nee, das kann ja nicht sein. Ah, alles klar. So, welche Taste ist das aber? Wenn ich X drücke, passiert nichts. Y wird hier. Passiert auch nichts. B. Ah, mit. Mit A war das. Alles klar. So, hier ist natürlich wieder alles verschlossen. Hier können wir mal reingucken. Gesundheit ist voll, okay, aber die brauchen wir vielleicht für später nochmal. Mal gucken. Hier sehen wir wieder nichts. Die Tür ist verschlossen. Please open the door, Zimri. I need you to see this. Oh, hier ist ja überall Blut, ey. Das ist mal ein ganz schönes Gemetzel hier. So. That's me. Alter, was ist denn hier passiert, ey? Das ist ja richtig krass. It's dead, but you're still alive, okay? Oh. Please, pick up that harvester. Now use that harvester on your old body. We need your DNA for printing future clones. Okay. Ich soll jetzt in den da rumstochern, ja? Mal die Taste gucken, wenn man nicht so oft mit dem Controller spielt. Boah, das ist ja widerlich. Mann, Mann, Mann. It's just you and me, I'm afraid. We're the lost survivors. The data module is right next to your old body. You can't miss it. So. That's the data module we need. Right. Put that into the deck portal in the other room, please. Deckporter im anderen Raum soll man benutzen, okay. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir irgendwie sehen können? Nö. War ganz schön grell eingestellt hier. Hält da das immer so? Ist das normal? Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Retrace your steps to where we started. The deck portal is right next to the clone printer. Okay. Neben den Klondrucker ist das, alles klar. Dann wollen wir mal schauen, was passiert. I'm powering up the portal now. What the hell is going on, Serena? When we misjumped, it fried a lot of key systems. The clone printer here still works, but the auxiliary, well, it's printing bodies, but they... So, Deck, Forschungsdeck. Stellen Sie den Hauptdeckportner auf Deck 1 Forschung. So. Auswählen. Akzeptieren. Er sagt immer... Ach, A soll das sein. Das ist gar kein R. Ich habe immer ein A gelesen. Nicht menschlich. Das ist gesperrt. So, bleibt nur das. Ja, geht da immer wieder rein. Ja, ah, alles klar. Ja, ich hätte hab zu lange drauf gehalten wahrscheinlich. Step inside when you're ready. The portal is set to the new deck. Step inside when you're ready. The portal is set to the new deck. Step inside when you're ready. Alter, nicht.
Der Typ, der scheint doch auch nicht normal zu sein, oder? Und da soll ich jetzt rangehen? Das ist ja auch toll. Jetzt habe ich denen irgendwelche genetischen Informationen aus dem Rückenmark entnommen. Na, die sind ja nett. So, was kann ich jetzt machen hier mit dem Typen? Ich kann ihm ein paar geben, ja? Okay. Das kann ich auch machen, das ist ja schön. You did it. I knew you were up to this, Imri. There's a lot of them out there, so don't be afraid to use stealth. You can't fight them all, you know. Mir wäre es lieber, ich hätte irgendwas zum Schießen. Ich meine, ich habe doch hier so eine tolle DNA-Pistole. Und hier will er keine DNA haben, oder wie? Okay, also hiermit können wir zuhauen. Was können wir hiermit machen? Hier können wir uns beamen. Hier können wir schießen. Okay, das war Gesundheit. Das Schöne ist, er sammelt alles selber ein. Man muss gar nicht viel machen. Das ist doch soweit in Ordnung. So, wo gehen wir denn mal lang hier? Was ist das hier? Achso, das ist die Karte sozusagen, was... Ja. Was ist denn hier für ein Teleporter? Okay, Deck 1. Das ist ja das Schöne, wenn er vieles selber macht, da muss man nicht, muss man sich da nicht so abquälen. Also er sammelt ja auch vieles selber ein hier. Stammzellen. Okay. Was mich wundert, dass ich den Typen hier nicht scannen soll. So, hier gibt es nichts zu tun. Er sammelt da noch ein paar Sachen ein. Was ist hier? Ne, hier ist auch nichts. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier raus können. Okay, what's the priority? Iris is on this deck. You could head over to her and get the jump vectors calculated. Understood. Just watch yourself, please. Those things are out there. And they are out for your blood. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich versuche ja einigermaßen vorsichtig zu sein, aber was willst du denn machen, wenn die hier so angelaufen kommen? There's an armory fabricator here if you want some extra firepower. Ah, hier, Waffen, hier kann man Waffen herstellen. You can use any Erebus tokens you find to unlock and upgrade weapons at these fabricators. Okay, aber hier gibt es keine Waffe, weil wir noch nichts. Noch zu wenig eingesammelt. Wo können wir denn? So können wir schleichen, ja? Liegt hier rum eine Pizza? Gesundheit ist voll. Ja, prima. Das hat ja gut geklappt. Ist das eine Bombe oder? To manage your inventory, hold the button displayed.
Okay. Was hat er gesagt? Inventar. Ah, wir sind hier. Das ist die Karte. Mal gucken, wo das Inventar ist. Ah, Gravitationsbombe. Okay. Nee, Gesundheit ist noch voll. Voll, die brauche ich nicht. So. Hier war es ja so, hier konnte man ja nichts herstellen. Genau. Noch gesperrt. Was ist denn hier mit dem hier, der hier so rumliegt? Da können wir nichts machen. Okay, 115 Stammzellen. Hier ist nichts weiter, dann gehen wir hier mal wieder rein. Aufpassen, dass wir hier nicht wieder so... Ja, komm her hier. Noch einer. Alter. Oder ist das derselbe? Wie viel laufen denn hier von rum, ey? Ah, toll. Jetzt brauche ich aber hier erstmal einen Pizzakarton, ne? Es war ein und derselbe. So, pass auf, dann gehen wir erstmal zurück. Und hier lag noch Energie drin, die holen wir uns mal. Ja, weil wir aufgepasst haben. Genau. Aus dem Pizzakarton. Also ich habe ja auch mal gehört, dass es schwer sein soll. Ich bin mal gespannt. So. Was haben wir hier? Ist das hier McDonald's Getränkekarte? Speisekarte? Ne. Oh, das ist ja hier schon die Küche, ne? So, Gesundheit. Das ist gar nicht verkehrt, dass er vieles selber einsammelt. Dass wir uns da gar nicht so drum kümmern müssen. So. Wie schicke Anzeigen hier. Achso, der Pinguin, lol. Ich dachte schon, den sammelt er auch ein. Ist ja die Frage bei so Spielen immer, hat man denn wirklich alles gesehen oder hat man wieder vieles übersehen? Hier liegt immer noch einiges rum, was wir nicht vergessen dürften. So. Prima, prima. Können wir denn hier schon was herstellen? Hier ist alles noch gesperrt. Denk mal, das kommt alles noch. So, wir versuchen erstmal ein bisschen zu schleichen, soweit es geht. Ach, scheiß drauf. Keine Chance. Und noch einer, ja? Ich habe ja gedacht, irgendwie, wir könnten schleichen. Ich bin extra in die Knie gegangen, bin extra runtergegangen. Ey, wie viel kommen denn da an, ey? Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt brauchen wir aber erstmal wieder Energie. Okay, sie ist jetzt ja erstmal aufgeregt und ziemlich verletzt, weil Energie ist nicht groß vorhanden hier, würde ich sagen. Ja, man darf nicht vergessen, der hat uns irgendwie zweimal, zweimal berührt irgendwie. Und dann ging das gleich so ab hier.
Okay, hier geht's runter. Ich hoffe, hier können wir noch ein paar Sachen einsammeln. Ich hoffe auch, dass wir hier ein bisschen Energie einsammeln. Ich krabbel hier extra in so einen Gang rein. Okay, aber der Reiz des Spiels ist ja auch zu überleben. Also, das war ja bei Alien auch schon so. Hier ist nichts. Okay. Ach, alles klar. Hier sind, da müssen wir mal drauf achten, zukünftig. Das sind ja hier die Gänge, die wir da nutzen müssen, um nicht entdeckt zu werden. Oder wir hätten da auch reinkriechen können. Was ist denn, wenn ich da jetzt reinkrieche? Weil ich brauche dringend Energie. So, was haben wir hier? Ah, da ist Energie. 25 Gesundheit. Das ist zwar noch nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, aber... Was ist hier mit? Hier kommen wir zum anderen Deck raus, ja. Das ist ja auch schön. Oh, das hört sich so ein bisschen an wie ein Predator. Geräusche. Hier ist auch nichts Energietechnisches. Was ist denn, kann man hier runterfallen oder ist man denn tot? Hier gibt es ja keine Leiter oder so. Hier irgendwas? Ne. Ja, hier muss man echt mega vorsichtig sein. Ja, unglaublich, wenn die an irgendwas arbeiten oder so. Also immer irgendwie im Verborgenen bleiben. Was gar nicht so einfach ist. Wir sind überall. Ja, was sind das? Eine Art Lifte oder wo man beamen kann. Also hier kann man. Ne, Teleporter sind das, genau. Jetzt habe ich das richtige Wort. Das sind Teleporter. Kann ich nicht nachvollziehen, wo der herkommt. Aber okay, mit dem Joypad geht das wirklich besser als mit Tastatur. Muss man wirklich mal sagen. Der die das jetzt hier eingesammelt? Ne. Oder doch? Okay. Achso, die kommen auch. Alles klar. Okay. Weiß Bescheid. Also die kommen auch durch die Teleporter, ja? Ist ja richtig für den Arsch. Kann ich mich ja auch mal durch den Teleporter setzen. So. Jetzt kommt er da angelaufen und ich gehe den Teleporter rein. So, nimmt mir nicht mal einen Freund. Das hier. So, wir brauchen auf jeden Fall Energie. Okay, das Gute ist ja, wenn wir die Zombies hier platt gemacht haben, dann dürfte es ja keine anderen geben, ne? Das klingt ja irgendwie logisch, weil die müssten ja irgendwie begrenzt vorhanden sein. So, was haben wir hier noch? Aber wir brauchen immer noch mehr Energie. Also das ist alles hier noch zu wenig. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Getting some wicked power spikes near where you are. What should I look for? Okay. Any powered system could blow up under the wrong conditions. Even a hatch motor. Just be careful. That's it. Iris is just beyond this barrier.
If we can get her working, she can calculate the jump vectors for us. Okay, wir sollen. You have to go through the access tunnels to get any further. That sounds safe. Also, there's dark matter suppressors around Iris's core systems. So no porting, I'm afraid. Okay, Energie haben wir bekommen. Hier hinter soll Iris sein. Iris ist halt wahrscheinlich so ein Megacomputer. So, hier können wir nochmal runter. Schauen wir mal. Hat er das jetzt aufgemacht? Ja, anscheinend schon. So, wir gehen aber nach links lang. Also, zwar noch nicht die volle Energie, aber... Okay. Alles klar, wir müssen jetzt hier mal gucken. Ah, siehst du, Stammzellen haben wir noch gehabt. Alles klar, da müssen wir rein, da müssen wir das wohl doch umgehen, indem wir hier lang gehen. Ist alles dunkel, hier sehen wir auch nichts. Oh, Alter, das ist ja wieder eine miese Atmosphäre. Da würde ich auch sagen, dass der Abschnitt übel aussieht. Schon wegen den ganzen Zombies, die hier rumrennen. Mann, Mann, Mann. Eine Taschenlampe, also ich sehe auch gar nichts. So. Ich hoffe, ich bin hier nicht falsch gelaufen. Was denn? Ach, die Tür ist hier zugefallen. Alter, habe ich mich hier erschrocken. Ja, Mädel, aber ich sehe ja nichts. Es ist so, als wenn ihr morgens zum Frühstück Siri fragt, Siri, wo lang geht's? Da lang? Ja, aber du siehst nicht, wo es lang geht. Weil dunkel, muss Siri Taschenlampe anmachen. Mann, ey. Die gehen ja ab hier. Wie willst du denn das packen? Warte, die hauen ja einen vor die Mütze und du siehst ja es ja auch noch nicht mehr. Das ist auch zu dunkel, also. Ja, toll, Stammzellen. Super, meine Energie. Geht gerade flöten und ich sammle Stammzellen. Ne? Das ist ja eine ganz tolle Idee hier. Was liegt denn hier wenigstens Energie rum? Ah, super, wir haben eine Waffe bekommen. Endlich mal was mit ein bisschen Spielzeug, ein bisschen Munition. So. Boah, das ist hier dunkel. So, das soll hier in der Nähe sein, ja?
es ist so dunkel, dass ich nichts sehe. There's an override for the barriers not far from here. Okay. Gehen wir mal hier lang. Alles klar, ja, aber wir kommen hier nicht raus. Ah, alles klar. So, jetzt haben wir es. Jetzt schalten wir es mal ein und mal gucken, was passiert. That's lower the barrier. So you should have access to Iris now. So, wir sollen jetzt Zugriff auf Iris haben, ne, super. Dann wollen wir doch mal gucken, was war das Iris so. Ah, alles klar, wir haben die Barriere wirklich weggeschaltet. So, unsere Energie sieht richtig, richtig schlecht aus. Ich weiß nicht, wo hier irgendwer herkommt, weil ich wirklich nichts sehe. You just need to get to the console and power up Iris. She's not been woken since the last jump. So, Iris haben wir jetzt hochgefahren. Ah! You need to find the auxiliary. Getrennt. Getötet von fehlerhaften Schrank. Boah! Ihr habt wohl was an der Mütze hier, wa? So, was haben wir denn sicher, als ihr den auswählen? That could have gone better. They got your host body, that's all. I printed you another. This is our one safe place. But I'm sorry. You have to go out again. I'm counting on you, Zimri. I know you can do this. Ah, unsere Waffe haben wir jetzt auch nicht mehr. Wir müssen wieder von vorne anfangen. Das ist ja... Das ist ja... wunderschön. Naja, wir haben uns ja ein bisschen dran gewöhnt jetzt. Wir wissen auf jeden Fall, wie es läuft, wie wir zuschlagen müssen. This door leads to the flight deck. But can you open it? Maybe. But I don't want to try that until everything else is sorted. We haven't even calculated the jump vectors yet. Na, das sind wir, haben wir uns ja rüber gebeamt. So. Achso, wir müssen ja hier auch noch einiges erledigen wahrscheinlich, ne? So. Ach ja, hier waren genau. Hier sind hier wieder Stammzellen drin. Super. Gehen wir mal hier rein. Here, you can use the stem cells you've harvested to enhance your clones. Ah, hier können wir unsere Klone verbessern. Gut haben. Kosten 500. Okay. Mehr können wir nicht upgraden. Nee. Was haben wir hier? Nahkampfschaden. Jawohl, den konnten wir. Das ist gut. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen starken Klon. Kannst du das vergessen? Jetzt wird natürlich hier an mir rumgebastelt. Das ist ja auch schön. Aua. Nicht immer so grob. Was macht er denn? Maniküre oder? Ist ja ein Ding. So. Okay, alles klar. Ja, genug durchgerüttelt, durchgeschüttelt worden. So. Ausrüstung. Airbus-Anzüge. So, die sind alle noch nicht freigeschaltet. Dampfzellenentfernungsgerät, das haben wir. Kraftfeld. Das haben wir auch. So, was haben wir denn? Ach, den Teleporter haben wir ja auch, genau. Super Sinn. Ja, ich muss nochmal. Wir müssen nochmal zurück. Ach, genau, was dieses Schild hier ist. Ist das ein Schutzschild oder? So, hier müsste jetzt alles erledigt haben, bin ich der Meinung.
Ja, das mit dem schwarzen Loch sieht echt schick aus. Also, haben sie gut gemalt. Jo, dann gehen wir mal raus. So, er lässt mich hier nicht raus. Da haben wir ja irgendwas noch nicht erledigt. Ach, hier geht's ja auch lang. Ist auch noch zu. Sind hier irgendwie ein Schrank, eine Tür, irgendwas? Ne. Wie sieht denn das überhaupt mit der Karte aus? Irgendwo gibt es auch eine Karte, ne? Das ist das Kraftfeld? Wo ist denn die Karte? Irgendwo hatte ich vorhin auch eine Karte. Ah, sie sind hier. Sprungvektoren berechnen. Die KI des Schiffs befindet sich auf dem Forschungsdeck. Das liebevoll als Iris bezeichnete System wird benötigt, um einen Kurs für den Singularitätsspruch zu planen. Ohne den eine Flucht unmöglich ist. So. Was sind unsere Aufgaben? Markierung platzieren. Sie sind hier. Zentrieren Karte zurück. Hauptporter, DNA, Terminal, Ausrüstung, okay. Das ist schön. So, ich bin hier. Aber hier geht nichts auf. Das heißt, wir müssen nochmal einen zurück. Kann leider auch nicht sehen. Ach so, ja, ich weiß, was wir vergessen haben. So, nochmal zurück, komm. So, und zwar, was war das? Markierung platzieren, zentrieren, Karte scrollen. Hauptporter. Ausrüstungsladen. Den A-Sequenzierer. Ich glaube, hier müssen wir nochmal ran, ne? Nö, hier ist ein DNA-Sequenz. Ach, hier ist ein... Some additional deck modules. The layout's changed. The macrostructure configurator has been on the fritz ever since the spark camp. Don't know if it's a malfunction or an effect of the black hole, but it keeps shuffling the deck modules. Alter, die können ballern. Alter, der hat keinen Kopf mehr, der kann... Nicely done. Ah, alles klar. Okay, dann war das ja vorhin richtig, dass ich es geschafft habe. Also, dass ich gestorben bin. Ja, alles klar, super. Dann kann ja der Spaß losgehen. Jetzt können wir Musik machen. Hoffe ich doch. Okay. Jetzt hätte ich die Frage... Zielen ist natürlich Aiming mit einem Joypad auf. Das ist ja so ein Ding für sich. Ach, jetzt haben wir schon wieder keinen Schuss mehr, oder was? So, müssen. Alter, was ist das denn? Hab ich einen Stromschlag bekommen, oder wie? So, der ballert. Alter, was soll das denn, ey? Mann. Alter, das ist genau wie im Netz steht. Schwierigkeitsgrad. Oh, könnte ich ja kotzen. Mann. Listeners are extremely sensitive to movement. Ja. Supporting between cover might be a good defense next time. Thanks. Good to know. Wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also, du kannst hier, nicht einfach mal so irgendwo reinmarschieren. Ich hoffe, der hat jetzt eine Waffe für mich. Erledigt, okay. Gibt es hier auch so eine Art Waffenwechsel oder irgendwas?
Standard issue to military personnel. Ja. Okay, die können wir noch nicht aufrüsten, da können wir noch nicht viel mitmachen. Man traut sich ja kaum um die Ecke zu gucken. Aber du musst dich hier so bewegen, sonst hast du ein Problem. Zumal die auch alle durch einen Teleporter laufen und so. Mann, 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 ey. Hier geht's aber ab. Was hier nice wäre, wäre Munition. Stammzellen, na toll. Die immer mit ihren Stammzellen. Ich kenne ja mal einen Auftrag, ich kann das ja verstehen, dass ich die sammeln muss, aber... Ist da einer? Nee. Aber hier musst du echt schleichen. Wer hier nicht schleicht... Gesundheit voll. Okay. Gucken, ob wir hier irgendeinen finden. Oder irgendwas finden, was wir hier verwenden können. Hier ist auch noch was. Schick. Oh, alles klar. Schenk mir doch mal ein bisschen Munition, ey. Ja, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad. War auch schon im Internet so. Also wurde groß diskutiert. Ist nicht ganz ohne, das Game. Wenn ich mir überlege, das spielst du mit dem Helm? Also, Hut ab. Ist ein Herzinfarkt. Immer ein bisschen alles im Blick haben irgendwie. Sehr gut. Die Gesundheit ist voll, den Luxus hat man auch selten. Das sieht ja auch Hammer aus. Wir hätten aber auch nur die zwei Schuss. Was wir jetzt bräuchten, wäre natürlich auch mal wieder ein Magazin oder so. Okay. Gehen wir mal nach oben. Aber je nachdem. Ah, hier können wir ein bisschen was einsammeln. Ist ja auch die... Ja, man muss sich schon sehr leise bewegen, ne? Weil ich weiß auch gar nicht... So, hier ist der Teleporter und hier kommt auch immer irgendwer rausgerannt. Wir Pech haben. Irgendwo läuft ja einer rum. Gerade, du musst auch aufpassen, dass du wirklich alles lootest, damit du dann wirklich gesundheitvoll einigermaßen klarkommst. So. This is Faraday's work. Some kind of singularity equations. Looks like he was worried his dark matter experiments might have triggered the spark gap. Blaming himself for what happened. Super. Poor fool. We should keep looking. His body may be near here, and we could use his DNA to make a new host for you. Okay, ja, der Typ soll hier irgendwo rumliegen und wir brauchen seine DNA. Wahrscheinlich liegt er noch hinterm Stuhl, oder? Ja, stimmt, er liegt hier wirklich. Is that Faraday? Oh, müssen wir den wieder am Kopf rumbohren, ja? Come on.
Let's get a sample of his DNA, then we can get out of here. Uiuiuiui. Alter Schwede. Oh, das ist nicht schön, anderen den Kopf rumzubohren. Slow down time in a localized area. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Ah, hier können wir auch noch ran. Wo müssen wir das einsetzen, das Ganze? Mal gucken, halt. Ja, das war hier, ne? Genau. So, sprunghaft. Sprungvektoren berechnen, bla 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 bla. Die Crew, Leiche. Hier sind wir. Was ist das? Wiederherstellung. Tja. Jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Was müssen wir jetzt machen? Wir haben jetzt seine DNA. Okay, das kann sein, dass wir wieder zurück müssen. Was sah das denn? Das ist der Bruder von R2-D2, oder? Das ist ein Roboter, oder? Gott. Willst du denn da vorbeikommen? Das kannst du doch vergessen. Indem man hier lang krabbelt. Okay. Oh, der Typ ist echt übel, ne? Die Frage ist. Sie, da unten war ich ja auch schon. Ich den nicht von. Oh! Was jetzt passiert? Das war mega dumm. Was willst du machen, ey? Ich hoffe, der kommt nicht hinterher, sonst haben wir ein Problem, Alter. Größer ist die Halle hier nicht, oder? Wie willst du dich hier verstecken? So, komm her. Wer schneller als Joypad bewegt. Der hat auch mehr Möglichkeiten. Oh Mann, ey. Getötet von Techniker, ey. Ich könnte kotzen, echt. Mann, Mann, Mann. We've got Gabriel's DNA now. You might want to try a Faraday clone as a host. His genetic sequence. So. Und mal gucken. Nee, hier wollen wir nicht ran. Mal gucken, ob wir noch mal was verbessern können.
Hier war das mit der DNA, ne? Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. So, keine Chance. Ja. Diesmal bin ich schneller. Gesundheitsvoll. Alles klar, super. Mit Tina Lock-On können wir auch nichts machen. Super. Oh, bleib auf, Tür. So, irgendwelche Chips. Das ist ja auch alles ganz nice gemacht, aber das bringt dir nichts, wenn das so einen Schwierigkeitsgrad hat. Also, das ist ja kein Wunder, dass das nur eine ausgeglichene Bewertung bekommt. Weiß auch gar nicht so richtig, wo man hin soll. Ich auch noch dazu. Panels here are overloaded. Keep a wide berth from any that are arcing with electricity. Die Mütze. Es gibt's doch gar nicht, Mensch. Erstmal, wie soll denn der mich sehen, als ich war da im Dunkeln? Das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Soll, sag mal, der hat doch aber auch auf mich geschossen. Der muss doch eine Waffe gehabt haben oder so. Oder bin ich jetzt blind? Mann, ey, das ist ja... Sowas kannst du nur streamen, wenn du da ein Let's Play machst für eine Aufnahme. Ich meine, wer will das denn hinterher gucken? Oh, hab ich schon wieder eingewischt gekriegt. So. Das müsstest du ja so zusammenschneiden. Gesundheit, ey. Das tat ja mal gut. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn ich da einfach im Verborgenen geblieben wäre. Vielleicht wäre mir dann auch gar nichts passiert. Am besten man bleibt 2 Stunden nur auf einer Stelle stehen, da passiert auch nichts. So. Alter, 2 Stück von den Typen, ey. Ich habe keine Knarre. Und wie ist das komisch? Die verhalten sich immer noch so wie normale Menschen. Oh. Ah!
Jetzt hat er Gesundheit dabei gehabt. Ja, jetzt könnte er gerade. Klar, ist er unsichtbar oder was? Zwei, ach, da kommt noch einer. Einer von der Tür, alter Schwede. Mann, was ist hier los? Alter, das gibt's doch nicht. Könnte ich kotzen, ey. Boah. Was that what killed me? You're not dead, remember? You just lost your original body. But yes. Ja. Ich hab, stehe immer wieder auf in irgendwelche Klone und muss den hier irgendeine komische Mission erfüllen, ne? Hurra. Any one of them could have got you. But that doesn't matter now. All that matters is that we're going to get through this. And we're going to get out of here. Super. Und sowas wie, sowas wie Speicherpunkte oder so gibt's nicht, ne? Oder? Warte mal, kann ich hier... Fortfahren, Audiosteuerung, Komfortoption, Spiel verlassen. Nö. Warum auch, ne? Ist ja easy game. Easy game, easy going. No. Braucht man ja nicht. Überlebt man ja alles. Ja, dass der Typ mich da vom Weiten vorhin gesehen hat. Ist eigentlich unmöglich, also. Ey, ich will auch mal als erstes zuhauen hier. Mann, der gibt mir mal welche, das ist ja. Ah. Okay. Ich hab wenigstens habe ich mal Munition bekommen. Dann ist das ja auch in Ordnung. Dann kann man ja auch einigermaßen damit umgehen. Aber doch, ey. Aber nicht so, wie das die ganze Zeit gelaufen ist. Das hier ein Cola-Automat, oder? Toll. Drei Schuss habe ich, ey, ne? Das ist ja nett. Die haben wahrscheinlich 100 Schuss. Nutzen ihre Taschenlampe, ja klar, auf jeden Fall. Damit der Typ mich sieht, oder? Die Madame hat wohl vergessen, dass ich nur drei Schuss habe. Ui. Wie explodiert denn das immer so? Mach die Luke auf. Der muss doch mal irgendwo Munition sein. Gibt's doch gar nichts. Kann doch nicht sein, dass wir hier ohne Munition rumlaufen, ohne Waffe. Okay. Hier müssten wir alles gelootet haben. Ah, hier ist noch was. Ja, toll. Noch lauter geht's nicht, oder? Gerade warum explodiert das denn immer? Stammzellen. Überall. Ich sammle überall Stammzellen an. Ich will keine Stammzellen einsammeln, ich will Munition haben. Ist das denn so schwer? Munition, okay, wenn die Energie so ist, wie sie gerade ist, dann geht's ja aber. Gesundheit, ja. Super.
Das ist ja ein Ding hier, ey. Ja. Schön. DNA. DNA, DNA, DNA. Ich will aber keine DNA, sondern ich will... ich brauche Munition. Ganz klar, wir sind in einem Dilemma. Wenn wir Glück haben, können wir ab und zu mal ein bisschen zuschlagen. Genau, ein Farbschiff finden wir auch wieder. Hier ist auch noch was. Ja, die Geräusche erinnern mich echt an den Predator. Wir bewegen uns jetzt hier auch schon wieder zu unvorsichtig, glaube ich. Ist hier irgendwie noch eine Tür? Nee. Okay. Machen wir hier rein. Hier können wir noch mal ein bisschen was einsammeln. Ja, es ist echt für mich ein Rätsel, warum es keine Möglichkeit gibt, hier mal Munition einzusammeln. Vielleicht kommt das ja noch. Wir müssen auch einfach nur Glück haben. Auf jeden Fall sammeln wir alles ein, was wir tragen können. So, alles klar. Grafikchips. Da müssen wir mal gucken, aber wir können uns ja bald eine Waffe bauen, ne? Vermute ich mal. So, was haben wir hier? Klar, 102. Also Farbchips, okay. Hier ist noch eine Tür. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee. Okay. Gehen wir mal hier lang. Müssen wir aufpassen. Boah, da haben wir aber Glück gehabt, ey, dass hier die Platte da explodiert ist. Oh, ey, das gibt's doch gar nicht. Gucken, können wir denn hier nicht schon irgendwie eine Waffe bauen oder so? Wir haben so viel eingesammelt. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Nee, immer noch nicht. Das ist momentan rein Survival hier. Sammelst irgendwelche DNAs und Grafikchips ein. Hast aber Probleme, Munition oder so einzusammeln. Du weißt ja auch mal nicht, wo die rumrennen. So. Tribus-Marker haben wir bekommen, alles klar. Hier ist noch DNA. Jawohl. Ah, hier auch. Sehr gut. So, da waren wir ja schon dran. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist die Irish-Steuerung, okay. So, und wir sind gerade... Ach, hier ist der Schusswaffenfabrikat. Genau, wir müssen jetzt quasi hier lang. Also weiter geradeaus. So. Genau. Ja, hier sind wir richtig. Wie ist denn das überhaupt, wenn ich mich an mit der Karte... Nee. Jo, alles klar. Müssen wir hier lang? Das macht, glaube ich, so...
Ich hoffe, die kommen hier nicht reingekrabbelt. Es würde sogar Sinn machen, dass wir hier drin sind. Ja, da oben könnt ihr ja toben, wie ihr wollt. Hauptsache, er lässt mich hier unten nicht zufrieden. In meinem kleinen Loch hier. Zwei Stück sind hier. Und es ist dunkel, die können mich eigentlich nicht sehen. Wir haben aber auch gesehen, da ist viel zum Einsammeln, ne? Also viel zum Looten. Ah, der kommt hier rein, okay. Sehr gut. So weit waren wir auch noch nicht. Müssten beide weg sein, ne? So, Gesundheit haben wir wieder gefunden, sehr gut. Ja, wir sollten aber aufpassen. Genau, die können wir aufmachen, das ist auch alles kein Thema. Aber wir dürfen hier über diese komischen Platten, glaube ich, nicht laufen. Die explodieren, ne? Oder? Ich weiß nicht. Bin vorhin über so eine Platte gelaufen, die ist dann immer explodiert. Jedenfalls, wo die Kabel lang ging. So. Alles klar, da geht's in den Untergrund. Brauchen wir aber in dem Sinne erstmal nicht, weil hier sind ja alle weg. Aber dass die da auch reinkriechen, muss ich sagen, finde ich sehr krass. Okay, aber wir können mal gucken, ob wir hier noch was looten können. Dann krabbeln wir hier in den Schacht nochmal rein. Nee. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir jetzt schon eine Waffe herstellen. Wir haben so viel eingesammelt. Nö, keine Chance. Gibt's auch gar nicht. Was fehlt denn noch? Nö, keine. So. Wir sind hier. Also wenn ich das so richtig sehe, muss hier eine Tür sein, wo wir lang müssen. Da lang müssen wir. Laut Karte. Man muss wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter sein. Der Typ ist da lang gelaufen, nehmt. Nur einer ist, ist das ja kein Ding. Den können wir ja erledigen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen eine Knarre.
Gesundheit, Stammzellen, okay. Hier natürlich ein bisschen aufpassen, hier darf man nicht reintreten, ne? Jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß ja nicht, wie weit wir ran können, dass er das einsammelt. Farbchips, DNA. Der ist hier rüber gerannt, ist explodiert. Das ist das, was ich meine vorhin. Ist mir ja auch schon mal passiert. Okay. Mal gucken, gibt es denn hier sonst noch was, was wir looten können? Die Loot Brothers. Ja, hier ist ein Grafikchip. If I'm reading this correctly, someone's planted a silent bomb in your position. Maybe something like that. The captain and the exec both took some extreme steps to defend their positions. Ja, der hat ja schon einen Schuss von mir abbekommen. So, komm, die schaffen wir. Jo, sehr gut. Die haben aber auch nichts mehr zum Einsammeln. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Energie. Das ist erstmal das Wichtigste. Wenn wir jetzt Energie haben, dann kommen wir auch weiter. Was war das? Der hat doch irgendwas angezeigt hier. Hat er wahrscheinlich schon eingesammelt. Ich brauche ja nicht viel Energie, nur ein bisschen. Ah, Gesundheit. Alles klar. Wir brauchen noch mehr Gesundheit. Karte, Erebus-Karte. Wir kommen immer weiter zum Ziel. Dark matter disabled. Gesundheit. Nochmal Gesundheit, das wäre gut. Jawohl, wieder Gesundheit. Sehr, sehr, sehr gut. Alles klar, Stammzellen. Auch dicht. Können wir nichts machen. Ist fast geschafft. Ich hoffe, dass hier keiner von den Viechern rumrennt. Bisschen Gesundheit. So. You just need to get to the console and power up Iris. She's not been woken since the last jump. Okay. You need to find the auxiliary. Down the other dark, scary tunnel. Na super. Okay, dann gucken wir mal, wo wir lang müssen. Also, ich brauche auf jeden Fall Energie. Okay, aber hier ist ja das Gute.
Dass wir jetzt hier durch diese dunklen Tunnel können. Und da liegt ja meistens auch nochmal was rum. Alter, was ist das denn? Kriegst aber echt Schiss, wenn hier so komische Viecher rumrennen. Gerade wenn uns noch die Energie fehlt. Gesundheit. 25 haben wir bekommen. So, hier ist wieder zu. Krieg ich es trotzdem auf? Meistens kämpft er sich ja durch, ne? Oder meistens kämpft sie sich ja durch. Ne, diesmal nicht. Wird das sonst immer so gemacht, dass sie die alles aufgerissen hat? Okay. Ja, dann müssen wir hier nochmal durch. Irgendeinen Umweg finden. Mir wäre echt lieber, ich hätte noch ein bisschen Munition oder so. Weil du kriegst ja hier immer nur so 3 Schuss und dann ist ja schon wieder vorbei. So, da waren wir ja auch schon drin. Ja, kriechen, okay. Aber von da komme ich ja. Mal gucken, wie sind die Tunnel denn aufgebaut? Es wird ja bei den Tunneln auch Sackgassen geben. Da waren wir schon. Alles klar. Die Tür wurde uns zugeschlagen. Das heißt, wir müssen wieder zurücklaufen. Aber nicht da lang, sondern ich würde sagen hier lang. Gucken, ob hier noch irgendwie ein alternativer Weg ist oder so. Alter, bin ich erschrocken, ey. Bleib hier, du Bastard, ey. Mann. Das geht ja gar nicht, ey. Boah. Ich mich erschrocken, wie der Typ ankam. Ich finde aber auch keine Energie hier, ey. So, wenn er mich noch einmal trifft, dann war's das. Oh, Mann. Und diesmal habe ich ihn erwischt. Oh, das war aber... Aber vielleicht gibt's ja noch einen von... Gott. Heftig, heftig, heftig. Boah. Mann, Mann, Mann. So, was kann man denn... Sicherheitsoffizier Zimreader? How's that new body feeling? Faraday's tuned his cellular microstructure for dark matter regeneration. It could be helpful. Ja, ich finde das echt krass, dass man das immer wieder machen muss. Immer wieder und wieder und wieder. Ich meine, wie will man das denn sonst überleben, ey? Ich meine, okay, man ist wahrscheinlich nicht mehr so ängstlich jetzt hier. Weil man ja schon ungefähr weiß, was passiert. Dass man mal überhaupt nicht abspeichern kann. Das finde ich echt krass, muss ich sagen. So, wir gucken jetzt aber mal, wo wir denn lang müssen. Also eigentlich nur geradeaus. Ja,
Na komm, jetzt zeig dich. Wo ist er denn? Ist hier voll am Ausrasten? Ja, hat sich schon erledigt. Wahrscheinlich kann man den doch ein bisschen ausweichen. Ui. Jetzt ist da auch noch eine Drohne, die auf uns schießt, ey. Heftig. Wie gesagt, gib mir ein bisschen Munition, ein bisschen Energie, alles gut. Aber ohne Speicherpunkt jedes Mal von neuem anfangen, das finde ich schon eine krasse Nummer. Da lang. So, hier sind wir vorhin auch schon mal durchgekommen. Keine Chance. Entweder es läuft richtig oder es läuft nicht richtig. Damn it. Das ist echt ärgerlich. Let's get back to deck one and calculate the vectors for the jump. Okay, es kann sein, wenn wir die eine Sequenz abgeschlossen haben, uns richtig bemüht haben und richtig gekämpft haben, dass wir dann vielleicht einen Speicherpunkt kriegen, aber also der Schwierigkeitsgrad, der ist wirklich unterirdisch. Hier müssen wir aufpassen, hier war vorhin eine Drohne, die geschossen hat. Jetzt aber nicht da. Okay, hat ja auch mal gesagt, durch das Holodeck, dass sich das alles so ein bisschen verändert. Jetzt auch ein Holodeck ist, wie auch immer. Vielleicht habe ich das. Ich nenne es jetzt mal Holodeck. Ihr wisst, was ich meine. Flucht voll. So, wir sind da. Wir müssen aber... Wo muss man überhaupt hin? Sonst ist doch da immer ein grüner Pfeil, ne? Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Solange es einer ist oder so, kommt man damit ganz gut klar. Das ist nicht so das Ding. Ja, hier müssen wir aufpassen. Hier dürfen wir nicht rüberrennen. So. Ja, was ich auch krass finde, man kann ja auch Waffen herstellen lassen, aber das scheint ja irgendwie auch nicht so richtig zu funktionieren. Ah, wir müssen jetzt quasi hier lang. Ja. Ui.
So, und unser Ziel ist es ja hier die Iris-Steuerung, okay. Sind hier alles keine neuen Dinge irgendwie. So, auch wenn wir schon 5000 Mal gemacht haben. Alter, es sind 3 Stück. Das würde ich auch nicht überleben. Alles klar. So, okay. Müssen jetzt hier rüber. Aber ich bin jetzt im Verborgenen, gleich sehen sie mich. Weil es sei denn. Drei schaffen wir nicht. 2 haben wir schon überlebt, aber 3 schaffen wir nicht. Keine Chance. Oh Gott. Alter, dieser Schwierigkeitsgrad, ey. Der ist echt heftig. Fuck it. We can still do this. We just need to get back to Deck 1 and get the jump factors calculated. Ja. Ich mach hier schon. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man ist so mutig, so wie ich, und lässt sich darauf ein, dass man mal Konfrontation hat. Oder man spielt es halt sehr vorsichtig, ne? Das gibt es. Möglichkeiten gibt es ja immer. Mal gucken, vielleicht. Ist aber auch manchmal ein bisschen Glückssache, wie gerade die Gegner kommen. Was man gerade noch so findet. Vorhin haben wir sogar einen Revolver gefunden, den haben wir jetzt noch gar nicht gefunden. So, Gesundheit. Hier können wir Farbchips einsammeln. So, nochmal Farbchips. Okay, alles klar. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Also wir haben auch ein Schutzschild. Alles klar, super. Würde ich da zukünftig mal ein bisschen drauf achten. Alles klar. Same Time Warp. Okay, da geht's nach unten. Hier müssen wir aufpassen, hier dürfen wir nicht rüber. Ah, explodiert trotzdem. Achso, das ist das. Die Tür, die explodiert ist. Klar. So, sie sind hier. Und wir müssen, genau. Wir können ja mal versuchen, ob es möglich ist, so direkt wie möglich dahin zu laufen. Obwohl, das ist ja zu weit weg. Jetzt, wo ich aber weiß, dass wir ein Schutzschild haben. Ist es denn richtig, wenn ich das hier... Ja.
Jetzt, wo ich weiß, dass wir ein Schutzschild haben, ist das gar nicht so schlimm. Ja, das sieht dann schon anders aus. Da kommen wir dann auch mal ein Stück weiter. Nichtsdestotrotz wäre es ganz gut, wenn wir ein bisschen Energie einsammeln würden. Gesundheit, ja. Sehr gut. Noch mehr. Jo. Jeder Angriff schadet uns. Ich glaube, hier sind wir auch richtig. Hier schon irgendwas herstellen? Nee. Geht noch nicht. Okay, den provozieren wir jetzt mal. Das ist klar, super. Der hat sogar eine Waffe gehabt, ne? Oder? Der hat auch eine Pistole gehabt. Will mich jetzt veräppeln hier, oder? Ach doch, da, klar. Ah, nur 3 Schuss, ey. Muss man echt gut einsetzen. Aber erstmal brauchen wir jetzt Energie. Was ist denn eigentlich, wenn wir mit der Waffe hier hingehen? Können wir denn vielleicht eine Waffe direkt irgendwie bearbeiten? Nee, das geht nicht. War ja knapp. Trotz Waffe daneben geschossen. So. Müssen wir erstmal gucken, dass wir hier Energie finden. Jetzt haben wir ein Problem. Mann, 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 ey. Da waren wir schon. Was ist das hier? Ah, hier ist auch noch was. Alles klar. DNA. So, und jetzt müssten wir ja... Wir wollen ja hier rechts rüber. Alles täuscht, müssen wir durch die Tür, ne? Ist ja immer ein bisschen spiegelverkehrt denken, wenn wir... auf die Karte gucken. Ja, hier sind wir richtig. Und dann eigentlich hier lang. Jo. Oh, hier gibt es sogar eine Grünpflanze. Na toll. Bei Resident Evil hätte die mir das Leben gerettet. Und hier... Okay, da kannst du, das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nicht beeinflussen, wenn du von so einem blöden Schrank erwischt wirst. Das ist du kannst on. Nur hoffen, dass du Let's genug Energie hast, dass du das bei einmal überlebst. Iris, we can get a jump calculated. So. Thank you.
Okay. Das war nicht verkehrt. Gesundheit voll. Okay. Wie gesagt, wir... Am besten natürlich, man schleicht sich von hinten an und schafft es in irgendwie so mit der DNA-Pistole platt zu machen. Dass man gar nicht groß erst Berührungspunkte hat. Gegangen, ne? Kann man den nicht überfallen von hinten? Ein bisschen überraschen? Nur der eine, dann geht das ja auch wieder energietechnisch auch schwer das Ganze, aber trotzdem ganz gut gelöst. Also wir haben uns jetzt hier nicht doof angestellt. So könnten wir es vielleicht sogar schaffen und überleben. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, jetzt sind wir richtig. Haben wir jetzt hier lang laufen. Genau. Ich gedacht, dass wir damit auch zwei sogar schaffen. Mann, 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 ey. Gibt's doch nicht. Auf ein neues. Und wenn wir das hier 10 Stunden streamen, Also, wenn ein Gegner da ist, ist das überhaupt gar kein Thema. So. Diesmal haben wir auch gleich eine direkte Waffe bekommen. Aber das hätte noch besser laufen müssen. Ich weiß nicht, warum man jetzt nicht mal Munition finden kann, ganz ehrlich. So, Gesundheit ist wieder da. Da haben wir jetzt 100%. Super. Keine Chance. Den haben wir auf jeden Fall mit zwei Schüssen erledigt. Das hat super geklappt. Dass wir hier ordentlich was looten. Es lohnt sich auch mal, auch wenn man hier nicht gerade fliehen möchte oder so, kann man hier ordentlich was einsammeln.
hier noch was? So, ja, nichts liegen lassen. Aber hier ist noch was. Was ist mit den Türen hier? Gehen die auf? Nee. Schade, dass wir auch nicht schon mal Munition oder so herstellen können. So, das müsste ja der richtige Weg sein, ne? Ja. Ist doch super rangeschlichen. Warum kann das nicht immer so klappen? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Egal, irgendein Kloner, irgendeine Klonfigur wird es schon packen. How many clones is that now? Right. Let's get back to deck one and calculate the vectors for the jump. Ja, mach ich doch. Und gut, hier ist ja die Gesundheit gleich eingesetzt hat hier. Ich auch wieder nicht mit gerechnet, dass er hier gleich steht. So. Erstmal einsammeln ordentlich. Bei mir wäre es natürlich auch leichter, wir werden die ohne Auseinandersetzung irgendwie killen, aber das klappt leider nicht immer. Ah, da sieht man mal wieder, dass sich das lohnt, echt in diesen Tunneln auch rumzulaufen. Was macht der hier? Ah, alles klar. Ist auch nochmal was. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nach unten. Das ist falsch. Die Richtung. Hier müssen wir lang. Sind erstmal platt. Hat auch nicht so viel Energie gekostet. Ah, das ist auch ein Risiko immer, ne? Diese Schränke. Aber was willst du machen? Das ist keine Chance. Energie ganz gut.
Ist ja auch eine düstere Ecke hier. Jo. Hier nichts. Dann können wir den nicht. Wollen wir uns hier lang schleichen? Nee. Soll ich hier wahrscheinlich wieder zurück? Gesundheit. Und jetzt auf jeden Fall Gesundheit, sonst haben wir echt ein Problem. Langsam wird's kritisch. Das hat ja die ganze Zeit so ganz gut geklappt, aber... Hier ist aber auch nirgends was. Gucken wir im Tunnel, ob wir da noch Gesundheit finden. Schade, dass die Gesundheit sich nicht selber regeneriert oder so. Das wäre ja super. Wo muss man denn überhaupt lang? Die Richtung wäre falsch. Die Richtung wäre richtig, oder? Ja, war richtig. Wir brauchen nur ein bisschen Energie, nicht viel. Das ist ich zweimal Gesundheit oder so. Würde mir schon helfen, aber jetzt, wo ich so angeschlagen bin, kriege ich natürlich auch keine. So, Waffe gibt es hier auch wieder nicht. Das heißt, gehen mal hier nach oben. Ja. Gucken, ob wir hier schon was machen können. Nein, können wir natürlich nicht. Nur von unten nach oben. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal wieder runter. Schade, ich dachte, der kann uns da rüber beamen. Okay, da geht es dann nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein Stück geradeaus. Und jetzt hier lang. Na, hier müsste er richtig sein. Verstehe jetzt nicht. Ich habe mich ja, sag ich mal, so tapfer geschlagen. Ich habe die jetzt
Ah, wollte gerade sagen. Eigentlich soweit ganz gut bekämpft und jetzt habe ich das Problem aber, dass ich, oh, hier muss ich. Ah, wollte gerade sagen, ich muss aufpassen. Dass ich hier kaum Energie finde. Das ist richtig schlecht. Ich meine, wie willst du das dann schaffen? Jetzt sind wir hier durchgekrabbelt, aber leider nichts gefunden zum Looten. Das ist nur eine Tür, dann gehen wir hier mal lang. So, wir gehen jetzt einmal in dem Raum links rum. Ja. Hast du vergessen. So, wir können da lang, wir müssen aber nach unten. Das heißt, wir müssen die Richtung. Ne? Jo. Oh, das wäre schlecht gewesen. Das hätten wir, glaube ich, nicht überlebt. Dieses Bloße, dass wir uns nicht bewegen, das muss eigentlich schon ausreichen. Sonst macht es ja keinen Sinn, sich zu verstecken. So, zwei Stück. Ja. Und wieder von vorne. Ja. Also, wir können, wir dürfen in diese Situation nicht reinkommen, dass wir gegen zwei Leute kämpfen. Gegen einen ist überhaupt kein Problem, aber gegen zwei keine Chance. So. Und am besten dann halt auch so, ne? Dass die gar nicht erst die Möglichkeit haben, auf uns zu schießen oder uns zu schlagen oder wie auch immer. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe mich vorhin versteckt. Das hat aber auch in dem Sinne gar nicht so viel gebracht. So, wir müssen jetzt nach unten. Ja, genau. So, hier ist auch immer jemand. Können uns ja auch jetzt sogar noch mal ein Stück immer an den vorbei beamen wahrscheinlich. Wo steht der denn jetzt? Oh, scheiße. Das war natürlich ein harter Fight und dann kriege ich noch explodierenden Schrank hier um die Ohren. Aber okay, erste Energie haben wir gefunden. Sehr gut. Was gibt's denn hier sonst noch zu looten? Ah, super. Hier ist auch noch was drin. Hier gehen wir auch noch mal rein. Ja, okay, jetzt sind wir. Ah, hier ist auch noch was. Einmal rum, wollte ich gerade sagen. Okay. Ja, das kannst du nicht beeinflussen. Meine, das ist doch lächerlich. Wie willst du das machen?
Kannst du auch nicht wissen, welcher Schrank jetzt explodiert und welcher nicht. Hier wird das wieder genauso sein. Deswegen ist ja die Frage, macht man die Schränke hier überhaupt auf? Wenn ich bald Energie bekomme, habe ich auch ein Problem. So, ich verstecke mich jetzt hier an der Ecke. Und wenn er mich jetzt sieht, ja, kann ich es auch nicht ändern. Klar müsste ihm auffallen, dass die Tür auf ist, aber... sogar zwei. Wieder nicht geklappt, ey. Das gibt's auch gar nicht. Mann, Mann, Mann. Unglaublich. Ah, Dominik, ich bin gerade am Stream. Sorry, ich antworte dir später mal. How many clones is that now? Right. Let's get back to deck 1 and calculate the vectors for the jump. So, auf ein neues. Okay, da haben wir Glück gehabt. Ein Schuss, ey, hurra. Das ist der Held im Erdbeerfeld hier. Ah, Gesundheit. Och, das tat gut. So, ja genau, kommt gut nach Hause. Ich bin gerade noch ein bisschen am Streamen und am Zocken. Meld mich dann später nochmal. So. Was haben wir denn hier? Okay. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang? Nach unten, also geradeaus, das ist schon richtig. So, hier liegt noch was zum Einsammeln. Hier auch, hier ist auch noch was. Aber hier liegt überall DNA rum. Hier ist auch noch was. Ah, Gesundheit, sehr gut. Ich hätte ja nicht mit gerechnet. Wie ist denn das eigentlich? Hat jetzt hier jede Seite irgendwie ein Fach unten? Ja, anscheinend schon. Er hat auch eine Knarre, das ist ja geil. Den jetzt erledigen könnte.
Toll, 2 Schuss. Das ist ja ärgerlich. Aber okay, wir haben keine Energie verloren. Das ist schon mal sehr wichtig. So, da müssen wir aufpassen. Da unten auf die Platte, da sollte man nicht drauf treten. Gesundheit, sehr gut. Die haben wir ja soweit ganz gut gemeistert. So, was können wir hier machen? Auch nichts. So, irgendwo mal ein bisschen was herstellen können. Ne, Granaten. Ich möchte mal wissen, was wir einsammeln müssen, damit wir Waffen herstellen können. Das ist für mich immer noch ein Rätsel. So. Da die ja explodieren, gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Ich hoffe ja, dass das dann funktioniert. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt da lang. Das heißt, wir müssen ja irgendwie spiegelverkehrt denken hier, ne? So müssen wir laufen. Okay. Genau. Vielleicht liegt hier noch was in der Ecke rum. Ah, hier ist noch eine kleine Tür, die wir öffnen können. Sehr gut. Was ist das? Das ist... Die Frage, flucht der nur oder kommt der auch her? Vorhin kam sie ja mal angelaufen, ne? Jetzt kam er an. Jo. Klar. DNA, hier müssen wir wieder aufpassen, hier darf man nicht rüberlaufen. Gesundheit wäre gut. Shit. Seems safe here. And there's plenty of medical supplies too. Oh, gut. Das hört man mal gerne. So, hier die schönen Sachen einsammeln können. So. Prima. Boah, die Grafik ist aber auch ganz nice. Ein bisschen erinnert mich das an Alien Isolation. Ich weiß nicht warum. Das vielleicht hinkt der Vergleich auch. Könnt ihr vielleicht auch noch ein bisschen besser beurteilen, aber ich habe so das Gefühl, so von der Machart her. Okay, bei Alien Isolation hast du, glaube ich, irgendwann mal einen Flammenwerfer bekommen. Hier kannst du ja dich besser wehren, dem du zuhauen kannst, aber... Ist ja auch viel mit... Okay, wir müssen uns hier nicht im Schrank verstecken oder so. Ja, so kann man sich täuschen. Sie hat gesagt, es ist sicher, ne? Hier ist auch noch eine Tür. Ich hoffe, dass die nicht explodiert. So, noch ein Gesundheitspack wäre ganz genial.
So, hier waren noch Stammzellen. Ist hier auf dem Boden noch irgendwas? Nee. Doch. Oh, sehr gut. Okay, Gesundheit haben wir gefunden. Waffe haben wir auch. Das ist gut, so. Jetzt müssen wir hier durch und dann wieder rechts. Ich würde sagen, hier lang, ne? Ja. Was machen? Er schießt nicht. Wenn einer von denen hier mal langkommen würde, dann könnte ich den vielleicht noch mal bearbeiten. Mit meiner Granate, die ich eingesammelt habe. Das ist eine Blendgranate ein. Hier ist die Taschenlampe. Okay, hier kann ich mich zur anderen Seite beamen. Das ist ja gar nicht verkehrt. So, und wir müssen jetzt nach rechts, genau hier lang. Gucken wir, ob das schlau ist, was ich jetzt hier mache. Schade, wir sind weit gekommen. Wieder von vorne. Egal. So. So, aber man merkt, wir werden immer besser. Wir werden es irgendwann schaffen. We just have to get back to Deck One. Find Iris and calculate the jump vector. Dass hier keiner steht. Auch wieder eine Sache. Ich sage noch eben, wir werden immer besser. Und versagen bei dem Punkt, das gibt's doch nicht. So, egal. Geduld ist eine Tugend, so. Ja, mach ich. Alles, was ihr befehlt. Das ist das, was mir gefällt an dem Spiel, ja. Dass er das wirklich selber einsammelt. Also du musst da nichts groß machen.
denn das für eine Waffe? Die kannte ich auch noch nicht. Ach, alles klar. Ich hoffe nur, dass die nicht wieder steht, nur für einmal gilt oder so. Sollen wir denn hier irgendwo jemanden stehen, den wir bearbeiten könnten? Ah, da ist doch wer. Oh, hat überhaupt nichts gemacht. Jetzt müssen wir aber treffen. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, egal. Das war es wert. Das war es wert. Wieder eine Erfahrung gesammelt, dass wir das eigentlich vergessen können. Ey, kommt man sich vor wie der schlechteste Gamer aller Zeiten. Ja, schaffen wir ja auch. Irgendwann schaffen wir das. Gar keine Frage. So. Ist gleich Energie, Gesundheit, na super. Obwohl hier gar keiner ist. Das nenne ich mal eine gerechte Verteilung. Na, jetzt können wir es aber gebrauchen. Ah, sehr gut. Echt eine Sache des Timings. Okay, Gesundheit. Sehr gut. Schematic. It can be fabricated in recovery. Ja, gehen wir mal hier runter. Okay, Farbchips haben wir eingesammelt. Stammzellen haben wir eingesammelt. Hier ist einer, den würden wir doch so kriegen, oder? Platt? Haben wir den haben wir den noch überlebt? Eieiei. Das war aber knapp. Der hätte auf jeden Fall eine Waffe gehabt. Die müssen wir irgendwo einsammeln. So, das sind die Chips. Super Energie. Ach, die Waffe hat er da. 3 Schuss. Naja, okay, besser als gar nichts. Jetzt brauchen wir aber erstmal Energie. Hier ist nichts weiter. Nö, der geht nicht auf. Hier ist auch nichts. Ah, hier liegt noch ein bisschen was rum. Jawohl. Immer einsammeln hier. So, hier war nichts. Okay, wir gehen noch mal hier rein. Vielleicht finden wir hier auch noch mal ein bisschen Energie oder so.
Ah, das ist auch eine Tür, die wir übersehen haben. Ja, und da ist Gesundheit. Sehr gut. Das ist trotzdem noch zu wenig. Wir brauchen mehr Energie. Okay, wollen wir mal nicht übertreiben. Vielleicht finden wir die im nächsten Raum. Hier noch irgendwo was versteckt oder so? Nee. Ich glaube, wenn ich jetzt so auf die Karte gucke, sind wir hier richtig, ne? Obwohl, wir müssen ja hier lang, da lang, da lang. Das heißt, die Karte, genau. Hier geht's lang. Gehe ich hier ran und dann kann ich trotzdem nichts machen. War ganz toll. Alles klar, so. Wir durchsuchen aber trotzdem jetzt hier nochmal alles auf Energie. Ja, mach schon auf da. Genau. Ist nichts. Hier ist auch nichts. Dann können wir nach unten durch. Okay. Ja. Ist immer schade, dass man so wenig Energie findet. Aber okay, das macht ja das Spiel aus. Das muss man aushalten. So. Same procedure. Komm, reiß die Tür auf. Sehr gut. Und such mir noch ein bisschen Energie. Stammzellen. Farbmuster. Mehr war da auch nicht. Hier geht auch nicht weiter was auf. Ach, hier ist noch eine. Hier könnte noch Energie drin sein. Ja. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir müssen jetzt hier lang. Ne, wir müssen da lang. Sind jetzt schon richtig. Und zwar hier müssen. Ja, genau. Ist auch noch eine Tür. Okay, Farbchips. Die ist zu, die Luke. So, ist die Frage. Bekommen wir den Typen jetzt? Mit X oder müssen wir ihn anders erschießen? Wir mussten ihn anders erschießen. Schade. Ich hätte es auch gerne an. Oh, immer diese Spielchen macht es auf. Ich hätte das gern anders gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber was willst du machen? Hier zählt ja irgendwie nur das pure Überleben. So, hier, okay. Hier können wir auch nochmal richtig looten. Ja, hier ist auch nochmal Gesundheit. Sehr gut. Okay, DNA. Okay, super.
Genau, jetzt sind wir hier und müssten durch die Tür. Ja. Da ist immer alles abgesehen. Ja. Also mal gucken, wo ist denn der Typ hier? Okay, wir machen es mal anders. Wir gehen mal durch den Schacht hier. Vielleicht sehen wir ihn ja auch so. Geht's nach oben. Ist klar, schön einsammeln hier alles. Was ist denn der Typ hier? Übrigens Vorteil an dem Game auch. Taschenlampe kann brennt so lange wie man möchte. Ist ja keine Begrenzung. Oh. Ach, der ist ja. Ist in den Teleporter rein. Ja, super. Jetzt könnte ich ja theoretisch hinterher, ne? Der sieht ja nichts. Das ist der Fall. Ach doch. Na komm. Scheiße. Ich dachte, der sieht nichts, weil er kein Gesicht hatte. Der hat sich doch auch so komisch bewegt irgendwie. Oh Mann, ey. Jetzt sind wir an dem gescheitert. Das gibt's doch nicht. Ach, egal. Also. Ich habe das Gefühl, Scheitern gehört irgendwie zum Spiel dazu. Klar, mache ich. So, jetzt packen wir es. Voll motiviert hier. Keine Chance zu verlieren. So. Gesundheit voll. Hier haben wir ein paar Farbchips. So. Ich muss trotzdem immer auf die Karte gucken. Wir sind hier. Ich sonst nicht weiß, wo wir lang müssen. Schon fast peinlich. Knapp. So, ist gut, dass hier gleich Energie ist. Gesundheit. Mann, 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 ey. Ja, man muss unheimlich konzentriert sein, sonst kann man das eigentlich schon fast vergessen. Einfach hier so durchlaufen ist nicht. So, hier haben wir auch nochmal was. Okay. Mach die Tür auf. Auch wieder vom Timing her total für den Arsch. Ey, Mann, 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 Mann. Ich bin noch nie bei einem Game so oft gescheitert. Ohne Scheiß.
Wie es im Internet stand, die Steam-Bewertung ausgeglichen, weil es einfach zu schwer ist. Kannst nicht zwischendurch abspeichern. Oh, heftig, heftig. Okay, das ist natürlich jetzt kein Glücksfall. Immer eine Sache des Timings, sage ich immer wieder, und da hat mein Timing wieder richtig versagt. Also shit, ey. Okay, hier sammeln wir nochmal schön was ein. Und jetzt können wir hoffen, dass wir hier irgendwie Energie looten können. Ja, haut nicht hin, ne? Ah, und dann noch die Explosion. Jetzt gleich ganz vorbei. Super, ey. Das sind ja Helden hier. Ah, da ist einmal Gesundheit. Aber das reicht nicht. Das ist noch zu wenig. Hier ist nochmal Gesundheit. Das reicht auch nicht. Ist auch noch zu wenig. Gucken wir mal. Ey, was denn los, ey? Das gibt's doch nicht. Ah, Mann, 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 Mann. We can still do this. Ja, ich kann den Spruch nicht mehr hören. So, letzte Runde. Wenn wir es jetzt nicht packen, dann ist erstmal vorbei. Dann mache ich erstmal ein bisschen Erholung hier, weil sind super Game, macht auch Spaß, aber Schwierigkeitsgrad extrem. Das ist kaum eine Chance irgendwie. Kannst du. Natürlich ist wieder eine Drohne. Geht aber sogar an der Energie, was ich verloren habe. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ah, Gesundheit, sehr gut. Jetzt müssen wir hier irgendwie raus aus dem Raum. Wir müssen jetzt lang. Links lang. Hier lang. Mach die Tür auf. Mann. Sind doch hier nicht im Museum, ey, dass er sich die Sachen anguckt. Oder sie, ich sage mal ja. Ja, mein Avatar halt, ne? Mein Avatar darf mir das nicht persönlich nehmen. Thank you.
Okay. Hier kann man auch ein bisschen was looten. Mann, jetzt habe ich gesagt das allerletzte Mal, aber doch nicht so. Also kann ich jetzt gar nicht aufhören. Kann es nicht das allerletzte Mal sein, sondern ich muss es jetzt hier nochmal versuchen. Also so einen kurzen Step gebe ich mir nicht. Auch wenn es anstrengend ist, aber ich versage nicht bei dem ersten, zweiten Gegner. Das machen wir nicht. So, war hier schon was zum Einsammeln? Nee. Nochmal. Wie gesagt, das mag sein, dass das Game das so sieht, dass es mir gleich einen Typen mit der Knarre dahin stellt. Ist ja zum Einsammeln auch ganz gut für mich persönlich, aber. Aber das sehe ich nicht ein. So, nochmal. Oh, das war aber knapp. Hier war nichts weiter, ne? Nee, doch, da ist noch was. Okay, wenn wir den ersten Gegner, sag ich mal, erwischen, oder besser gesagt, er uns erwischt, das ist ja so erstmal in Ordnung, wenn wir es überleben, aber nicht, dass wir beim ersten Gegner gleich drauf gehen oder so. Das ist aber überhaupt nicht meins hier. Oh, diese Faxen immer, macht die Tür auf hier. Gibt's doch nicht. Ja. Sehr gut gelöst. Okay. Nö. Jetzt müssen wir mal gucken, wie immer. Da lang. Was war das schon wieder? Achso, das explodiert, weil ich da drüber gelaufen bin. Ah, das war ja auch wieder selten dämlich. So. Okay. Also herstellen ist hier nichts. Zu vergessen. Weiß nicht, was man da einsammeln muss. Ja, ich muss auch gleich nochmal lesen, weil da stand ja auch irgendwas vom Modus. Vielleicht geht das auch in dem Modus hier nicht. So, wo ist der Typ? Der ist da. Vielleicht kriegen wir das so hin. Yo, okay. Das haben wir hingekriegt. Jetzt sammeln wir erstmal schön die Chips hier ein. Ja, sehr gut. Ja. Na, hier liegt einiges in dem Raum rum. Ah, Gesundheit, das ist auch gut. Ist hier noch irgendwie eine Tür? Nee. Hier ist noch was. Hier ist noch was. So, jetzt muss ich aber trotzdem wieder gucken, wo wir raus müssen. Okay. Wir können ja nur hier raus. Jo. Alles klar. Da lang.
Dann müssen wir rechts lang. Nee. So, irgendwie muss das falsch sein. Ne, hier lang. Hier, genau. Hier sind wir richtig. Ach du Scheiße. Oh, ich dachte, ich kann die einsammeln. Ja, okay, aber macht ja auch keinen Sinn. Warum sollte die Granate sich für mich freuen, ne? Ach Gott, ey, meine Logik manchmal. Ah, Gesundheit, sehr gut. Von da komme ich doch. Das macht doch keinen Sinn. So, Gesundheit hat er nochmal aufgesammelt. Ja, hier macht schon mehr Sinn. Ist hier keiner? Das habe ich in der Form, glaube ich, auch noch nicht erlebt, oder? Okay. Hier können wir noch mal rein, ein bisschen was looten. Und dann gehen wir aber wieder zurück. Oder? Ja, mal gucken. Super. Ich hoffe, der Typ bleibt da und ich hoffe, wir schaffen es. Nee. Diesmal hat das keine gestimmt. Wie gesagt, ich würde es lieber anders lösen, aber Schütze machen. Wenn es manchmal nicht anders geht. So. Wie geht's nach unten? Von da kommen wir ja, ne? So. Wir müssen jetzt hier lang. Das heißt, spiegelverkehrt, genau die Richtung. Schade. Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber wirklich zum letzten Mal. Come on. Let's head back towards deck one. If we can find Iris, we can get a jump. Geht ja schon wieder gut los, dass wir den ersten Gegner genau vor die Nase setzen. Ich
Ich hatte vorhin mal den Luxus, dass ich hier einen Revolver gefunden habe. Aber ich glaube, den Luxus, den gibt es hier nicht mehr. Es ist vorbei. Viel Glück habe ich nicht mehr gehabt. So. Beamen wir uns mal rüber. Dann tun wir so, als wenn wir keinen sehen. Gucken, wohin das führt. Was ist hier für ein Gerät? Gar keins. So, jetzt sind wir hier. Müssen wir links rüber. Da machen wir noch nicht Schluss. Oh, Mann, 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 Mann. Ein bisschen weiter will ich schon noch kommen. Ich weiß gar nicht, was mich hier, warum ich hier so einen Ehrgeiz habe, das zu packen. Aber danach brauche ich wirklich erstmal eine Pause. Lang und dann links. Mann, 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 ey. Was ist denn hier los? Okay, ich hatte... Die Dings hatte mich verraten hier. Scheiße Explosion am Boden. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal. Es wird wieder 25 Gesundheit. Es wird wieder so sein, dass ein Schrank explodiert. Will ich für wetten, oder? Frage ist, wenn man genug Abstand hat, ob das reicht. So wie hier jetzt. Ja. So, und ich muss jetzt eigentlich schräg. Ach du Scheiße. Es ist doch der Blinde, oder nicht? Mit der Knarre. Also, wo das halbe Gesicht fehlt. So, genau, super. Den meinte ich vorhin. Und wie kann das denn sein, dass der mich gesehen hat? Der hätte mich gar nicht sehen können. So, okay. Bringen wir jetzt hier schräg rüber.
trotzdem auch nur 3 Schuss, ne? Ja. Wir looten jetzt nicht mehr alles, aber... Energie haben wir. Was ist das hier? Farbchips. Farbchips, sehr gut. So, wenn das nur einer ist, geht das. Ne, es sind 2. Da ist den. Ist der andere auch noch da? Nee. Boah, da habe ich aber Glück gehabt. So. Alles klar, dann müssen wir jetzt hier doch nochmal einiges einsammeln. Alleine schon, weil wir Energie brauchen. Ja, hier ist noch eine Tür. Ah, hier haben wir auch gleich Energie, sehr gut. So, prima. Hier war aber noch eine Tür, habe ich gesehen. Die nicht. Wo war denn das hier? Irgendwo war hier noch so ein grüner Punkt oder eine grüne Tür, die ich öffnen konnte. Ah, da hinten. Alles klar. Genau, neben dem Monitor. Okay, ist aber nur DNA, aber egal. So. Hier lag hier auch noch was? Ne. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Das heißt, wir müssen uns quasi einmal umdrehen. Ja. Wir müssen hier lang. Hier ein bisschen aufpassen jetzt. Jetzt kommt nämlich wieder die Phase, die sehr dunkel ist. So, jetzt können wir... Das wird theoretisch hier... Ich würde sagen, hier irgendwie geradeaus rüber, aber... Es geht ja nicht. Ah, das ist so wieder. Okay, den haben wir auch überlebt. Hier müssen wir lang. Ist hier noch irgendwie Energie oder so? Nee. War nicht zu tief in den Tunnel rein. Oh, komm. Drückt mir mal die Daumen, dass ich... Ah, scheiße. Das lag aber diesmal nicht an meiner Dummheit, sondern dass es einfach eine Explosion gab. So. Das ist klar. Ja, da müssen wir aufpassen, da dürfen wir nicht rüber. Da direkt drüber laufen, haben wir ein Problem. So. Jetzt sind wir schon mal hier. Müssen aber... Ich laufe drüber, ey, es gibt's auch nicht. Mann. Gucken wir, hier sammeln wir auch noch mal ein bisschen was ein.
So, wenn wir mal gucken, wir müssen hier rüber. Genau. Hier müsste eigentlich... Achso, genau, nach da oben, alles klar. Dann müssen wir hier durch und... Müsste das hier rechts rüber, oder? Ja, genau, das ist die Tür, wo wir durch müssen. Ist hier noch irgendwo Energie oder so? Nee. Alles klar, jetzt läuft es ja so einigermaßen. Geht's an die Etage nach unten? Das könnte gut sein für uns. Die zwei Schuss haben wir jetzt. Das ist ja das, was ich immer bemängele. Das ist einfach viel zu wenig. Zwei Schuss kannst du nicht viel bestücken. Hier. Nee, aber das war's jetzt. Wir hören hier erstmal auf und ich werde es auf jeden Fall wieder spielen und weiterspielen. Oh, das ist zu anstrengend hier. Das ist, oh, das ist schon heftig. Nee, komm. Gehen jetzt hier erstmal raus. Achso, müssen wahrscheinlich. Wir kommen, müssen erstmal laden und dann können wir abbrechen. So. Spiel verlassen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bisschen konzentrierter, haben jetzt ja einiges gelernt, wie wir vorankommen können. Und ja, dann geht's auf jeden Fall weiter. Bis dahin.